Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und wir stehen hier bei unserer Kohlevorkommen in der Wüste, weil wir müssen daraus in Kombination mit Eisen Stahl machen. Wir brauchen Stahl für unser Projekt da hinten. Und da wir in der Hauptbase nichts mehr eigentlich haben, eigentlich schon eher der Mangel, müssen wir das hier nochmal selber herstellen. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, und zwar: Wir haben hier hinten sechs Terminals für normale Ressourcen und nochmal zwei für flüssige. Da mir die normalen Terminals langsam aber sicher ausgehen, also aktuell werden gerade mal zwei benutzt, aber es kommt ja noch was dazu, würde ich sagen, wir machen nur harten Stahl, das was wir auch brauchen. Und der Rest bleibt flüssig und wird dann in die Hauptbase verfrachtet in Flüssigform, weil da kann ich es dann wieder umwandeln, wenn es ist. Gut, und das Gute ist, ich kann mal kurz scannen. Wir haben hier in der Nähe, falls ich echt nochmal Mangel habe in der Hauptbase, hier unten nochmal welche. Genau, und hier nochmal welche. Und theoretisch hier oben, glaube ich, auch nochmal welche. Das heißt, wenn wir echt über viel Stahl brauchen, dann können wir die da unten auch nochmal anschließen. Gut, das ist der Plan. Ich würde aber jetzt sagen, übrigens, wir übertakten die komplett. Also, da hauen wir richtig Schnecken rein. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt hier anfangen, würde ich gerne mal da hochgehen und mir schnell die Festplatte holen. Das heißt, Jetpack Marsch und dann holen wir uns mal schnell die Festplatte. Die Schnecken kann ich hier eigentlich komplett ignorieren. Weil brauchen tue ich die ja nicht, außer, weiß ich nicht, man findet auch random mal eine andere Schneckenart, aber ich glaube nicht mal, es gibt immer bloß Blau, Gelb und Violett. Gelb, ja, genau. Übrigens nicht genug Platz für die Festplatte gleich. Das ist natürlich auch wieder super geil. Was hauen wir weg? Ich würde sagen 104 Beton, weil da stellen wir einiges her gerade schon. Übrigens, ich fahre nochmal zurück in die Hauptbase, habe Computer und so ein Zeug geholt. Das heißt, da hinten die Lager, wo wir da schon aufgebaut haben für den Handgebrauch, die sollten eigentlich mittlerweile schon ziemlich gut gefüllt sein. So, keine Gegenwehr, auch gut. Hier wäre übrigens Schwefel, falls wir es brauchen. Einfach so öffnen, das ist immer das Geilste. Wunderbar, die holen wir gleich rein. Zack. Gut, können wir hier vormasten, weil ich schon hier war. Computer, sehr wichtig. Schrauben, naja, nicht unbedingt. Sowas können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Ja, was soll's, das haben wir eh alles. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit der Kohle. Das war natürlich jetzt super dumm, wie ich abgesprungen bin. Genau, und wir brauchen Eisen dazu. Aber Eisen haben wir ja hier in der Wüste wirklich genug. Also wenn ich hier kein Eisen finde, dann weiß ich auch nicht. Gut, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie viel Kohle wir insgesamt rausbekommen. Ich hätte vielleicht, oh scheiße, schlauerweise Strom mitnehmen sollen, weil ohne Strom kann ich es gar nicht so wirklich rausfinden. Ich könnte es hochrechnen, aber nee. Das Problem dabei ist nämlich, wenn ich die übertakte und auch einen MK2-Bohrkopf draufstelle, der zeigt mir immer nur die Grundversion an und erst wenn ich Strom draufgebe auf den Miner, zeigt er mir den tatsächlichen Wert an, was rauskommt. Könnte man natürlich hochrechnen, aber nee. Also hier gibt es auf jeden Fall einige Festplatten noch zu holen. Ich müsste mal eine Tour gehen. Und das hat mich schon bei meinem normalen Spielstand gestört. Es schaut einfach nicht schön aus. So die Felsen. Und nach kommen sie dann. Aber ich bin jetzt nicht super weit weg. Also irgendwie. Ich hoffe, mit Update 8 ändert sich das. Ich gehe davon aus, dass sich das ändert. Wenn es denn mal irgendwann kommt. Die haben aktuell ziemlich viele Probleme, glaube ich, damit. Sie selber sagen ja, dass das Spielstand jetzt bei denen nahezu unspielbar ist mit Update 8. Also mit der Unreal Engine 5. Mal schauen. Auf jeden Fall, wenn jetzt Update 8 kommen würde, könnte ich zu 99% nicht mehr mit der Plus-Mod weiterspielen, weil die müssen ja die Mod erstmal aktualisieren.
Ich spiele ja auch im Experimental Mode. Die Frage ist, im Plus Mode, oder mit der Plus Mod, so. Stelle ich jetzt von Experimental Modus auf normalen Modus um, was passiert dann mit der Plus Mod? Bekommt die das hin oder gibt es da Gefahren, dass mein Spielstand komplett vernichtet wird? Das wäre natürlich schlecht. Aber ich würde eigentlich ungern umstellen, also muss ich schon sagen. Gut. Strom auch endlich da. Nice. So, wie machen wir das jetzt hier am allerblödsten? Irgendwie ist auch hier wenig Gegenwehr. Kann das sein? Oder täuscht das? Oder sie spawnen gleich einfach so vor mir? Scheint nicht so. Gut. Doch, ich höre doch was. Na ja, okay, gut. Was soll's? Das geht auf jeden Fall. Das ist eigentlich schon fast zu niedrig. Machen wir es mal so. Ach, da ist er doch. Ja, komm mal her. Bist du alleine oder was? Scheint so. Also wie viel Schnecken es hier gibt. Also wenn man hier startet im normalen Spielstand und man braucht Schnecken am Anfang, dann ist das ja hier das reinste Paradies. Das ist ja brutal. Und ich denke mal, hier werde ich ein Stück nach unten gehen müssen. Wo war jetzt die andere Quelle? Hier. Das wird uns ein bisschen eine Rimmelarbeit, glaube ich. Aber wir nehmen genau die Höhe hier. Das sollte wunderbar passen. Warum geht das nicht? Achso, da steht schon eine. Mein Gott. Und dann hier nochmal. Und dann haben wir es eigentlich schon. Mit dem Ausrichten großartig zumindest. Moment mal. Und jetzt sollte es eigentlich so schon funktionieren. Ich bin so dumm. Kein Wunder, dass es nicht geht. Da hinten ist ein Dicker, den will ich eigentlich jetzt nicht triggern. Gut. Servus. Machen wir es so. Was sind das eigentlich für Quellen? Hätte ich mal schauen sollen. Normal. Ich glaube, das sind alles drei normale Quellen. Kann das sein? Hier sehe ich es wieder nicht. Ja, auch. Dann kommt hier auch gleich der Miner her. Und die da oben müsste eigentlich auch eine normale Quelle sein. Jawohl. Wunderbar. Jetzt bin ich gespannt, wie viel ich da rausbekomme. Insgesamt. Noch viel mehr Platz. Oh, Stahlbohrkopf. Ich habe alles schon vorbereitet. Wunderbar. Und überall hauen wir dieses Modul rein. Hoffentlich reicht mir jetzt alles. Von wegen vorbereitet. Sollte aber. 1, 2, 3. Das kostet Strom. Gut. Dann komm mal her.
Zack. Komme ich zu dem dahinter auch? Jawohl, wunderbar. Perfekt, geil. Und ich produziere 300, 900 Kohle insgesamt. 900 Kohle ist schon viel. Das heißt, ich müsste eigentlich nur mit zwei Förderbändern arbeiten. Und zwar... Ich habe einen Plan. Ausnahmsweise habe ich einen Plan. Und er könnte ausnahmsweise sogar funktionieren. Das bedeutet, wir fusionieren jetzt erstmal die beiden jetzt zusammen. Es geht wieder nicht gerade. Schade, aber naja. Halt, das machen wir gleich so. Dann fusionieren wir die beiden zusammen. Was ist denn das eigentlich hier für ein Loch? Ah, hier passt es gar nicht. Ja, hier auch nicht. Also das ist schon scheiße. Ich weiß, man könnte das sehr aufwendig ändern. Das werde ich auch hier machen, weil das ist zu krass. Okay. Dann nehmen wir einen Fusionator und setzen den genau so rum drauf. Reißen das Band sicherheitshalber wieder ab. Als geht es hier wahrscheinlich nicht richtig. Doch, naja, zumindest so halb. Und hier ist es jetzt gerade. Dann können wir hier hochgehen. Irgendwie heute wuschtfinger ich die ganze Zeit. Dann hier hoch und dann. Ja, eigentlich müsste ich... Ne, Moment, das machen wir anders. Ich brauche hier noch eine Reihe. Es geht mehr Eisen aus. Shit. Komme ich hier vernünftig hoch, wenn ich das einfach so mache? Oh, Forschung abgeschlossen. Geil. Jawohl, jetzt machen wir es so. Und hier ist der Plan. Geht das? Bekomme ich das hin? Ja. Genau. Und dann fusionieren wir nämlich ohne Eisen gar nichts, aber die beiden zusammen, also das hier und der Miner und das hier und der Miner. Dann haben wir genau zwei Bänder, wo eigentlich theoretisch exakt das gleiche rauskommen sollte. Theoretisch. Gut, Forschung und Eisen holen. Das ist natürlich überlegenswert. Was ist das? Mixed Saphir. Brauche ich aber wieder Eisen. Und das ist total dumm. Glaube ich. Ja, wir machen mal das. Keine Ahnung, wahrscheinlich war es die dümmste Möglichkeit, was ich hätte auswählen können. Jetzt können wir übrigens gleich mal gucken, wie viel in den ganzen Lagern drin sind. Aber die sollten eigentlich jetzt alle voll sein. Ich war schon eine ganze Zeit unterwegs, habe dann auch einmal den Zug verpasst, habe dann nochmal eine Runde gewartet. Also das passt. Genau, wir brauchen noch ein bisschen Draht für die Schmelzmodule. Wir müssen nämlich noch Eisen. Also das gleiche Spiel müssen wir mit Eisen noch machen. Da ist natürlich jetzt erstmal die Frage, wie lang oder wie viel Eisen brauche ich? Ich habe irgendwie heute so eine leicht belegte Stimme. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil irgendwie... Also mir geht es eigentlich gut. Ich fühle mich weder krank oder dass es kommt. Ganz komisch. Hatte ich irgendwie den ganzen Tag nicht. Jetzt auf einmal kommt das. So ein Mist. Also ich bin ja gespannt, wie lange es dauert, bis hier die ersten Motoren laufen. Gut, die Stahlproduktion, die zieht sich jetzt ein bisschen hin, aber das ist halt einmal gemacht und dann haben wir die ganze Zeit, das ist gut. Und vielleicht auch, danke für den Tipp, beziehungsweise, ja doch Tipp, Anregung. Ich könnte hier einfach auch nach unten hinweg gehen. Das wäre wahrscheinlich einfacher, als jedes Mal hier so irgendwie ganz dumm oben drüber.
die Förderbänder zu legen. Ich meine, ich wusste, dass es das geht oder gar kein Problem, aber ich vergesse sowas halt immer. Naja, gut. Nee, es ist tatsächlich noch nicht voll. Noch nicht mal ansatzweise, aber wir haben es ausreichend da. Bitte wirklich hier halten. Wie schaut's mit Schrauben aus? Ist okay. Ja, ein Stack geht immer. Dann brauche ich hier noch ein bisschen davon. Ja, da schaut sehr gut aus. Dann nehmen wir noch ein Stack Draht mit und da hinten Beton. Das ist nicht sehr viel. Aber gut, es reicht. Ich habe ja noch ein bisschen was auf Lager. Ja, auch Schrauben, Blei, alles mögliche. Gut. Wunderbar. Wäre natürlich interessant zu wissen, wie viel Stahl wir überhaupt brauchen. Kupfer, Blei, Moment mal, hier brauchen wir gar keinen Stahl. Aber hier. Stahl, Rohre werden gemacht. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ach nee, Moment mal. Wie viel brauche ich denn da? 20 mal 860. Ja gut, da kümmere ich mich von anders drum, weil das wird jetzt dann zu krass. Das kann ich mir eh nicht merken, also von daher. Wir machen jetzt erstmal Stahl. Erstmal gucken, dass überhaupt irgendwie Stahl kommt, weil aktuell kommt einfach nur Kohle. Genau, und Katerium werden wir brauchen für die ganzen Computersachen. Wir brauchen richtig viele Computer. Da bin ich gespannt, ob die eine Katerium-Mine, die eigentlich hinterm Bahnhof ist, ob die reicht. Ich bin mir gar nicht sicher, wo hier in der Nähe noch eine wäre, aber finden wir raus, wenn es weit ist. Der Weg ist doch länger, als ich gedacht hätte zur Kohle. Gut, jetzt legen wir erstmal die beiden Kohlebänder hier hoch. Das bedeutet, wir brauchen jetzt einmal hier einen Fusionator. Bekomme ich den sauber hin? Jawohl, wunderbar. Und hier auch. Das ist ja richtig gut. Jetzt geht mir der Stahl aus. Ich bin so dumm. Und wieder hinterlatschen. Und einfach nur, weil ich dumm bin. Scheiße. Okay, Moment mal. Stürze ich auch noch ab. Gut, wir haben 900 Kohle. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen weiter. Dazu brauchen wir einen Hochofen und nehmen. Wo haben wir es denn jetzt? Eisen, Blei, Blei, Magnesium, Stahl. Hier. Es sind 10, 20, 22 Anlagen. Oh mein Gott. Okay, 22 Anlagen. Das heißt, ich brauche insgesamt 660 Kubik geschmolzenes Eisen. 660 Kubik. Okay, geschmolzenes Eisen. Nee, das geht auch anders. Hoffe ich. Doch, muss, weil ich habe es auch schon anders gemacht. Hier. Oh, Gott sei Dank. 660. Das sind
Wieder 22 Anlagen. Sechshundert, 1200, 1320 zerkleinertes Eisen. 1320. Scheiße. Ja, genau. Wie viele Quellen brauche ich denn da? Zerkleinertes Eisen. Kann ich jetzt hier nicht bauen? Da kommt doch immer bloß so 90 oder so raus. Mist. Aber gut, wir haben hier viel Eisen. Bin ich gleich mal gucken, ob da irgendwo ein Spot ist, wo vielleicht zwei, drei gute Quellen dabei sind. Unrein. Autosave, okay. Schock. Unrein. Unrein. Rein. Da hinten wäre eine. Sind das alle hier in der Nähe? Nee, kann da gar nicht sein. Nee, ich glaube, das hat es bloß abgebrochen wegen dem Autosave. Weil ich habe ja da vorne schon eine Quelle angeschlossen gehabt. Interessant. Aber hier sind ja auch welche. Warum erkennt er denn die nicht? Verstehe ich nicht. Ja, hier wäre eine und hier. Okay. Finden sind auch nochmal zwei. Irgendwie ist mein Scanner, glaube ich, kaputt. Müssen wir mal rausfinden, wie viel ich da rausbekomme aus einer reinen Quelle. Das wird aber nicht reichen. Eine wird nicht reichen, glaube ich. So, jetzt nochmal zerkleinerer. Nein. Ich brauche aber nicht das hier. Moment mal. Ich möchte mal was testen. Und zwar jetzt einfach nur mal. Das hier ist, glaube ich, die reine Quelle. Ja. Okay, gut, Moment mal. Wir hauen hier erstmal Miner rein. Scheißegal. Einfach nur mal kurz testen. Bohrkopf MK2. Wie viel Stahl? Okay. Oh. Es artet schon wieder alles komplett aus. Und ich dachte, es artet erst bei den 52 Computern aus, die ich pro Minute brauche, jetzt dann bald mal irgendwann. 52. Also wir müssen auf jeden Fall zwischenzeitlich irgendwie Strom machen, aber werden wir... Mein Gott. Werden wir eh machen müssen, wenn wir Kunststoff und Gummi produzieren müssen für die ganzen Platinen. Sollte eigentlich gehen. Das heißt allerdings... Das hier ist mein letzter Stahl. Shit. Darf ich jetzt einstecken? 500, ja, ein Stack. Nee. So fangen wir gar nicht erst an. Was kommt weg? Die Scheiße da hier. Muss mein Inventar irgendwie ein bisschen leer bekommen, aber das bekomme ich irgendwie nicht auf die Kette. Hier wäre auch nochmal Eisen, hier und da hinten. Irgendwie, keine Ahnung. Scanner hat irgendwie keinen Bock. Das Zeug brauche ich aber allerdings für die Forschung, die ich eh nie machen werde wahrscheinlich. Doch, wir machen alle Forschungen, aber... So. Dann 1, 2 Statoren fehlen mir. Also ein bisschen Hassanfälle bekomme ich schon manchmal. Halt, und dann brauchen wir das Zerkleinerungsmodul. Brauche ich Diamanten. Und 10 mobile Miner. Habe ich beides nicht da. Die Miner könnte ich machen. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. Dann gehe ich davor nochmal heim. Hole auch ein bisschen Stahl. Aber, Moment mal.
180 und 180, da geht schon was. Ich denke mal, mit dem Zerkleinerungsmodul sollte es gehen. Keine Ahnung. Jetzt holen wir erstmal die Kohle her. Eigentlich war der Plan, das reine Erz da hinten, wo wir jetzt sind, zu nutzen für die Anlagen hier oben. Naja. Mal gucken. Irgendwie bekommen wir das schon hin. Und am Ende wird es ein riesen Drama, wo alles kreuz und quer ist und durcheinander. Aber wir bekommen es hin. So, komme ich jetzt da oben ran oder stürze ich ab? Ich komme ran. Das ist immer gut, erst springen und dann testen, ob die Reichweite reicht. Das war jetzt eine schwere Geburt hier mit der Kohle. Und wir sind noch nicht fertig. Vielleicht bekomme ich das irgendwie. Moment mal, das machen wir auch anders. Dass wir das vielleicht. So wäre es mir am liebsten eigentlich. Und das gleiche Spiel machen wir hier drüben. Jetzt vielleicht auf einer Höhe machen können, dass es nicht ganz so ultra scheiße ausschaut. Oder? So, einen Versuch noch und dann ist mir das egal. Eins weiter muss ich. Ja, ich glaube. So, jetzt komm. Jetzt werden wir nie fertig. Okay. War alles für die Katz. Machen wir es jetzt so. Dann muss jetzt eigentlich nur noch dieses Kohleband da rein und dieses da unten. Dann haben wir es halt genau bei jedem Ziel, also ganz genau bei jedem Band 450. Ich flippe aus. Sorry Leute, das schaut doch scheiße aus. Schaut doch total Grütze aus. Also passt auf, wir machen da vorne bei dem, bei der Ausbucht eine kleine Verschönerung, weil so, das geht ja gar nicht. Das ist nicht mal für meine Verhältnisse schön. Halt absolut Stahlschraubenverschwendung, was ich hier mache. Und jetzt gehen wir hier drauf und so oben. Das gleiche machen wir da drüben. Dann gehen wir da drauf und gehen. So. Also die Förderbänder kommen zumindest schon mal symmetrisch hinten an. Wenn sich das irgendeiner anschauen will, das darf keiner sehen. Was hier passiert und vor allem was unten passiert, das ist. Das bauen wir einfach in Beton ein irgendwann. Wie die Kuppel da beim AKW. Ihr wisst, was ich meine. Den Betonschuh oder wie das sich nennt. So, jetzt einfach hinter. Beziehungsweise, wir gehen die Förderbänder jetzt auch noch aus. Ja, so ein bisschen so
ganz leichte Anflüge von Hassanfällen, aber nur so ganz gleich. Ganz kleine. Egal, wir machen einfach weiter mit den Schmelzöfen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt hier irgendwo auf der Höhe. Dann kommt das Eisen. Genau. So. Da wird mir auch gleich irgendwas rausgehen. Hundertprozentig. 22 Schmelzöfen. Erstmal, ich muss ja das Eisen auch noch schmelzen. Das kommt ja noch dazu. Nicht Schmelzofen, Hochöfen. Es wird irgendwas ausgehen, keine Ahnung. Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Und zwar nämlich Stahl. Genau, ich brauche das geschmolzene Eisen und die Kohle. Das bedeutet nämlich, wir müssen immer ein bisschen Platz lassen. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal eine Foundation Platz immer. Weil die Eingänge für das geschmolzene Eisen immer an der Seite ist. Das ist ein bisschen unglücklich. Oder einfach so gewollt, dass wir uns ein bisschen abfacken. Aber naja. Ja, das war jetzt heute ein bisschen arg viel Brainstorming und gucken, wie funktioniert das überhaupt. Was brauchen wir eigentlich alles? Gehört aber auch dazu. Das habe ich jetzt gebaut, 7 Stück, und meine 2 Reihen Foundations sind schon wieder weg. Hier sind schon ein paar mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, okay. Dann würde ich aber sagen, wir bauen in die andere Richtung, weil sonst komme ich da hinten in den Konflikt. Werde ich wahrscheinlich so oder so jetzt schon wieder kommen, weil das alles viel zu nah ist. Nein, wir nutzen nicht die ganze Wüste aus. Wir haben so viel Platz. Alles schön inbauen. Ja gut, wenn ich natürlich so das Beton raushaue, dann könnte es tatsächlich sein, dass mir auch der irgendwann ausgeht. Obwohl, es geht. Ich brauche mal plus 3. Ja, es geht schon. Obwohl, ich habe eigentlich schon. Gute Ressourcen. Also, so ist es nicht. Wahrscheinlich geht's. Wahrscheinlich bekomme ich 21 hin. Aber um das rauszufinden, sollte ich vielleicht mitzählen. Gut, dann zählen wir halt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 3 Stück noch. Das bekomme ich hin. Oh Wunder, oh Wunder. Ich hoffe es, ich bekomme es hin. Ach ja. Aber nicht so schlimm. Ich muss eh Förderbänder holen. Da habe ich noch ein paar, glaube ich, hoffe ich. Was habe ich eigentlich für einen ganzen Scheiß in der Tasche, dass es trotzdem voll ist? Hier, sowas, Kohle weg. Ja, und sowas halt immer mal. Ja, braucht man vielleicht irgendwann mal, hat man in der Tasche, dann braucht man es nie. Und dann schmeißt man es weg, weil es einen schon seit 100 Jahren auf den Sack geht, und dann braucht man es 5 Minuten später. Ist doch immer so. Jetzt ist da oben eigentlich eine Abschnittstelle. Sieht irgendwie komisch aus. Kann schon sein, oder? Nee, das ist einfach bloß ein total verpixelter Fels.
Auf dem Weiten schaut es aus, als wenn es eine Abschlussstelle sein könnte. Also, das müssen sie auf jeden Fall ändern. Aber das habe ich schon gesagt gehabt, letztes Jahr irgendwann mal. Das komisch ist aber bloß so krass bei der Wüste und natürlich Bäume. Also. Man denkt, das könnten Bäume sein. Oder da hinten. Ist aber jetzt nicht, soll jetzt kein Flame für das Spiel sein, das ist halt einfach Schönheitsmakel. Stört mich jetzt nicht wirklich, obwohl das mich schon stört. Das stört mich schon. So, Förderbänder habe ich dabei. Wunderbar. Dann Stahlschrauben. Das ist das Letzte. Ach du Scheiße, und dieser Draht. Eisenbleche, okay. Eieieiei. So, bloß nicht zu viel mitnehmen. Immer schön die Taschen leer halten. Ich habe doch kein Jetpack an. Gut, aber ich komme hier hoch. Habe ich jetzt die letzten drei gebaut oder nicht? Nein, weil mir Kabel gefehlt hat. Kabel mache ich, oder? Ich mache Draht, ich mache Kabel. Genau. Genau, Kabel und Draht. Mhm. Irgendwas muss ich noch machen, glaube ich, habe ich gesagt. Ah ja, stimmt. Den Eisendraht müsste ich theoretisch vielleicht mal noch machen. Obwohl der eigentlich ziemlich lange hält. Wahrscheinlich geht er mir jetzt gleich aus. Turbodraht. Das wäre auch so eine Sache, der ist nämlich gleich da hinten. Den vielleicht auch mal kurz machen, das ist ja kein Problem, glaube ich. Weil wegen Turbodraht zurückgehen ist schon wirklich dumm. Ich bin schon für ganz andere Sachen zurückgegangen, also von daher. Ja, wenn man sich mal überlegt, die Folge ist jetzt gleich wieder vorbei. Bisschen haben wir noch. Aber wirklich viel geschafft haben wir jetzt nicht. Gut, die Miner da hinten aufgestellt und das natürlich alles schön sauber zu bringen. Okay, streicht schön und sauber. Also das da hinten schaut eine Katastrophe aus, aber die Miner sind angeschlossen und es funktioniert. Und das ganze Zeug hier und ein bisschen brainstormen, ja gut. Ich meine, 40 Minuten sind in dem Spiel halt nichts. Einmal und die sind weg. Gut, Moment. Wie würde ich das jetzt weitermachen wollen? Sinnvoll wäre. Ich würde gerne mal was testen, ob das klappt. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten den Splitter hinsetze. Ich muss jetzt halt übelst aufpassen. Und zwar 1, 2. Halt, Moment mal, das geht gar nicht. Die kann ich in Reihe schalten, oder? Ja. Und beim Zurückgehen stellen wir Rezepte ein. Und dann machen wir das, was ich eigentlich jetzt gerade eben machen wollte. Was brauchen die eigentlich an Strom? Ist das Rezept unabhängig? Wahrscheinlich. Hoch 10 Megawatt mal 20. 300. Es geht. So, Stahl. Steuerung C und Steuerung V. Einmal testen. Geschmolzenes Eisen. Ne, passt. Als geschmolzenes Eisen brauche ich. So.
Weil ich muss hier gucken jetzt gleich. Ich kann jetzt die Splitter nicht komplett durchziehen. Also ja, doch muss ich, aber ich muss es ja mit zwei Förderbändern machen. Das ist ja das Problem. Das heißt, nach dem 11. müsste eigentlich das zweite Kohleband einspringen dafür, nach dem 11. Hochofen. So, das machen wir jetzt noch schnell auf jeden Fall. Ja. Aber ich sollte mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hallo, 7, 8, 9, 10, 11 und der muss jetzt dann so rumgedreht werden. So, nochmal zählen, ob das dann auch alles passt. Wir müssten auf 11 kommen. 2, 3, 4, 5. Mit Steuerung geht das so geil. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Geil. Und auch alle in eine Linie. Wunderbar. Und jetzt noch ganz kurz das, was ich testen wollte. Aber dazu sollte ich vielleicht. Wo war jetzt der Splitter, der wo. Hier. Den auf jeden Fall mit hinterziehen mal. Genau. Und beim Eisen ist es übrigens genau das gleiche. Da müssen wir auch 11 machen. Das heißt, einer ist dann quasi mehr oder weniger alleine, wenn man so will. Weil ich würde das so machen wollen. Es fehlt Gummi. Okay. Die verbinden, dann in die Mitte eine Kreuzung und darüber und dann holen wir uns das Eisen von da hinten. Das ist der Plan. Oh mein Gott, das wird so chaotisch. Alles. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.